Viele haben ja gefragt nach der Rolle der Türkei. Daran kann man vielleicht ganz gut ein Dilemma darstellen für die internationalen Akteure, was sich aber eher positiv auf Syrien auswirken kann. Die Regionalmächte spielen, also wir haben ja diesen drei gestaffelten Konflikt in Syrien, ja, dieser nationale Konflikt, der ja hätte gut gelöst werden können, wenn man sie bei der Lösung unterstützt hätte und nicht bei der Eskalation. Dann haben wir den regionalen Konflikt Saudi-Arabien, Iran. Wir haben natürlich die Rolle Israels. Ich bin da vorhin nicht drauf eingegangen, es ist ein umfassendes Thema. Also Israel hat auch Teilungsabsichten. Die wollen eine 40 Kilometer breite Pufferzone da über den Golan hinaus nach Syrien hinein einrichten. Und wir haben natürlich die Großmachtsinteressen der Türkei. Die Türkei feiert im Jahre 2023 ihr 100-jähriges Bestehen und da haben sie eine Vision entwickelt, wie sie dann wirtschaftlich und politisch dastehen wollen in der Region. Und die Politik in Bezug auf Syrien ist ja maßgeblich von Herrn Erdogan bestimmt worden, der als Vorsitzender seiner, nicht mehr Vorsitzender, aber als AKP-Mitglied und Präsident eine politische Linie vertritt, die dem politischen Islam entspricht, nämlich der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft hat ja in dieser Region, in Ägypten, in Tunesien, auch in Jordanien und in Syrien insbesondere versucht, und in Palästina natürlich, vertreten durch die Hamas, also versucht aus diesen Veränderungen in der arabischen Welt seit 2010, 2011 politisches Kapital zu schlagen, und die Türkei war da an ganz erster Stelle, wurde auch unterstützt von der NATO und von Europa und den USA, als große Beispiel für die neue arabische politische Ausrichtung. Gut, das ist also nicht so gekommen, wie er sich das vorgestellt hat, und ich denke, dass einerseits natürlich die Türkei diesen Konflikt mit Syrien hat, auf einer politisch-ideologischen Ebene, weil Syrien ein säkular regiertes Land ist und Herr Erdogan eher die Vorstellung hat, dass man eben halt einen islamischen Staat gründen sollte, ein Kalifat. Und das schließt sich aus. Der zweite Aspekt ist, dass er Pläne hatte für 2023, die Türkei wahrscheinlich nicht erreichen wird, nämlich die zehntstärkste Wirtschaftskraft der Welt zu sein. De facto ist es im Augenblick so, dass die Wirtschaft in der Türkei immer weiter zurückgeht. Es gibt große Konflikte zwischen den wirtschaftlichen Eliten und Erdogan. Und weil sie natürlich mit Syrien ihre Wirtschaft sehr viel besser befördern konnten als ohne Syrien. Also Syrien ist ja wie so eine Drehscheibe, der ganze Warenverkehr in den Irak, auf die arabische Halbinsel, auch nach Israel und Jordanien ging alles immer durch die Türkei. Und dieser Weg ist versperrt seit 7 Jahren. Und darunter leidet natürlich die türkische Wirtschaft enorm. Die Destabilisierung der Türkei durch die verschiedenen syrischen Flüchtlingsgruppen, die in der Türkei sind, die Rolle der Kurden, die von der Türkei ja als, ich weiß nicht, Staatsfeind Nummer 1 angesehen werden, selbst an den Grenzen, also jenseits der Grenze in Nordsyrien. Und da hat sich, glaube ich, die Türkei in sehr viele verschiedene Konflikte verstrickt, die sie gar nicht mehr alle richtig auf die Reihe kriegen. Zudem gibt es die Verstimmungen innerhalb der NATO, was ja dann auch die Türkei wieder näher an Russland herangeführt hat. Also Russland wusste das auch sehr geschickt zu nutzen. Also
die Rolle der Türkei ist meines Erachtens nach ambivalent, also sie verändert sich auch. Ihr wichtigster Feind im Augenblick sind die Kurden. Und das ist für sie so wichtig, dass sie sich sogar gegen die USA gestellt haben. Also die Ankündigung von Tillerson Mitte Januar, er hat ja eine Rede gehalten in den USA am Hoover-Institut, wo er das auch nochmal ausgeführt hat und gesagt hat, wir werden da bleiben, wir werden eine 30.000 Mann starke Grenztruppe aufbauen und wir werden mit den syrischen kurdischen Kräften kooperieren. Das war sozusagen das Startsignal für die türkische Invasion nach Afrin. Dahinter steckt sicherlich auch, ich glaube, dass da auch vieles im Hintergrund abläuft, möglicherweise möchte die Türkei ihr Gebiet in Richtung Aleppo erweitern, also eine Art Pufferzone entlang der Grenze zu schaffen, die sie unter Kontrolle hat, nicht vielleicht direkt, aber durch diese islamistischen Kampfverbände, mit denen die Türkei die ganze Zeit ja auch kooperiert hat in Syrien, die jetzt ja auch in den Krieg gegen die Kurden mit eingebunden sind. Wir haben das schon in Jarabulus und in Al-Bab, da sind überall turkmenische Kampfverbände oder andere Dschihadistengruppen, die eben halt vorher in erster Linie gegen Damaskus gekämpft haben. Jetzt sind sie dazu da, dieses Gebiet zu kontrollieren und die Türkei türkisiert das Gebiet in gewisser Weise auch. Sie bauen ihre Energieversorgung dorthin aus, also legen Stromleitungen dahin. Sie bilden da eigene Polizeikräfte aus, die schwören dann auf Erdogan und nicht, da spielt spielt Syrien keine Rolle mehr. Also auf die Art und Weise versuchen sie eben halt dort auch ihre Präsenz und ihren Einfluss aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig gibt es Druck auf Erdogan, dass er sich mit Damaskus einigen soll, insofern, dass Syrien wieder die Kontrolle der eigenen Grenzen übernehmen soll. Also es gibt widersprüchliche Signale innerhalb der Türkei, aber die Wirtschaft und auch ehemalige Militärs sind der Ansicht, dass man sich mit Damaskus einigen soll, um auch die Kurdenfrage besser kontrollieren zu können, weil die Syrer haben eigentlich einen sehr viel besseren Zugang zu den Kurden in Syrien. Der ist ganz anders als von Seiten der Türkei, hat aber letztendlich doch einen sehr ähnlichen Effekt, nämlich Syrien will die Kurden einbinden, gibt ihnen auch lokale administrative Freiheiten, aber stimmt natürlich nicht dazu, dass es da föderale Strukturen oder sowas geben soll, aber lässt ihnen doch sehr viel mehr Freiheiten in ihrer politischen Entwicklung, als es in der Türkei de facto im Augenblick von Erdogan zugelassen werden könnte. Keine klare Antwort auf die Frage, wie ist die Haltung der Türkei, weil die Haltung der Türkei sich auch ständig verändert. Im Augenblick steht sie zwischen Russland und der NATO. Die NATO will natürlich verhindern, dass die Türkei sich der NATO entfremdet und Russland annähert. Russland hat natürlich Interesse daran. Deswegen kooperieren sie auch mit der Türkei über die Astana-Gespräche, über die Deeskalationsgebiete. Obwohl sie auch genau sehen, dass die Türkei sich an vielen Punkten nicht an Vereinbarungen hält. Aber die Politik der Bundesrepublik im Augenblick gegenüber der Türkei ist natürlich abgestimmt innerhalb der NATO, ist abgestimmt mit den Amerikanern. Das heißt, man soll sich auch wieder der Türkei annähern. Das ist einer der Punkte, die auch in diesem Protokoll erwähnt werden. Man soll dafür sorgen, dass man irgendwie wieder einen Gesprächsfaden mit der Türkei bekommt. Und da ist Deutschland natürlich als traditionell enger Gesprächspartner seit Gründung der NATO, seit die Türkei in der NATO ist, war Deutschland sozusagen immer der Staat, der der Türkei an die Seite gestellt wurde, militärisch, politisch, im Rahmen der NATO. Und das sollen sie jetzt eben auch wieder zeigen, um zu verhindern, dass die Türkei weiter mit Russland kooperiert oder vielleicht auch sogar mit Damaskus wieder kooperiert. Das will man auf jeden Fall von Seiten der NATO erstmal verhindern. Und Russland hat eine sehr stille Diplomatie, aber sie sind sehr, sehr aktiv. Also sie haben es ja die ganzen Jahre über geschafft, mit allen Konflikt
miteinander verfeindeten Akteuren in der Region mit allen Kontakte zu halten, Gesprächsfahnen nie abreißen zu lassen, sogar wirtschaftliche Abkommen mit Saudi-Arabien, mit den Arabischen Emiraten, ebenso wie mir auch mit dem Iran, und dann haben sie auch gute Kontakte zu Israel. Also das ist ein, das hat die Position von Russland enorm gestärkt, diese Art von Diplomatie, die sie dort gezeigt haben, und das ist etwas, was die NATO-Staaten, was die USA nicht können. Sie sind immer der Meinung, dass sie vorgeben müssen, was geschieht. Das haben sie seit dem Ersten Weltkrieg gemacht. Jemand hat das vorhin gesagt mit der Aufteilung. Das ist ein altes Projekt, das stimmt. Die französische Mandatsmacht nach dem Pariser Friedensabkommen 1923 hat als erstes auch Syrien aufgeteilt in diese verschiedenen kleinen Staaten, was die Syrer aber auch zurückgewiesen haben durch Aufstände und auch wenn sie sich erst spät haben durchsetzen können. Kann die Aufteilung verhindert werden? Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Also natürlich ist es eine Frage, wie die Syrer selber sich da aufstellen. Türkei, der Iran, sie wollen keine Aufteilung. Auch der Irak, sie wollen keine Aufteilung Syriens. Weswegen sie also, weil sie das perspektivisch dann für ihr eigenes Land auch sehen. Ja, wenn das also mit Syrien gemacht wird, über den Hebel der kurdischen Föderation, dann ist das etwas, was auch im Irak, der Irak hatte das, die Erfahrung ja schon, aber auch im Iran geschehen könnte, und das will man auf jeden Fall verhindern. Die Syrer selber, selbst die Opposition will ja gar nicht, dass das Land aufgeteilt wird, die syrische Opposition, die eben halt massiv gegen Assad ist. Und ich glaube, letztendlich ist es auch eine Frage, wie die arabischen Staaten insgesamt sich in Zukunft zu diesem Konflikt verhalten werden. Da gibt es ja auch Konkurrenzen untereinander jetzt zwischen den Golfstaaten, da spielt der Jemenkrieg eine Rolle, da spielt die Muslimbruderschaft eine Rolle, also da haben die unterschiedlichen arabischen Staaten verschiedene Einschätzungen und Vorgehensweisen, und ich glaube, das ist überhaupt noch nicht ausgemacht, wie sie sich da in Zukunft positionieren und ob sie nicht doch eher wieder auch Syrien, sich Syrien annähern wollen. Eigentlich Jordanien hat das signalisiert, der Libanon will das sowieso. Es gibt Stimmen innerhalb der Türkei, ist nun kein arabischer Staat, aber Stimmen innerhalb der Türkei, dass man auf Damaskus zugehen soll, und ein wichtiger Faktor in der Region, man hat ja früher immer von 4 starken Regionalmächten gesprochen, unter den arabischen Ländern, Ägypten ist ja eigentlich bei uns ein bisschen von der Wahrnehmung verdrängt, aber Ägypten spielt natürlich in diesem ganzen Konflikt auch eine wichtige Rolle, auch über die syrische Opposition, denen sie einen Raum und eine Stimme gegeben haben, die sie immer versucht haben zusammenzuführen. Also ich glaube, da werden wir wahrscheinlich in Zukunft doch noch neue Entwicklungen auch sehen, die möglicherweise eine Aufteilung verhindern können. Fakt ist allerdings auch, wenn es mal eine amerikanische Basis gibt, dann bleibt die auch. Das wissen wir hier in Deutschland auch. Rammstein gibt es immer noch. Ne? Und das sagen die Syrer selber aber auch. Also deswegen sind sie auch gegenüber den Kurden doch teilweise sehr ungehalten, dass sie sagen, ja okay, ihr sagt, ihr bleibt in Syrien, aber ihr vermietet das syrische Land an die Amerikaner auf Jahrzehnte hinaus. Natürlich bekommen die kurdischen Kräfte auch finanzielle Unterstützung von Seiten der Amerikaner, das weiß man in Syrien schon. Die Einkreisung Russlands, ja, das ist klar, es geht hier um die Frage auch, und da denke ich, dass sich die Zeiten geändert haben gegenüber früher oder auch gegenüber dem Irakkrieg. Wer das Buch von Brzezinski gelesen hat, die Weltmacht Nummer 1, der kennt die Pläne der USA, und das geht natürlich alles in Richtung Osten,
Russland und China, da spielen die Rohstoffe eine Rolle und natürlich die ganze Geostrategie, dass man dieses Gebiet unter Kontrolle haben will. Aber das hat Lavrov auch kürzlich bei einer Bewertung der Situation sehr deutlich gesagt, die Zeit der alleinigen Weltmacht USA ist vorbei. Und das hat man jetzt auch in Syrien gesehen. Die Syrer selber und die Bevölkerung blutet dafür natürlich. Das ist so, dass eine solche Veränderung, strategische Veränderung mit dem Leben und mit dem Land der Menschen bezahlt wird, um das es geht oder wo sich das entscheidet. Aber es ist völlig klar, dass die USA ihre Glaubwürdigkeit über Afghanistan, über Irak, Libyen sowieso, nicht nur die USA, sondern auch die europäischen Länder ihre Glaubwürdigkeit komplett verloren haben und auch ihre Einflussmöglichkeiten. Und ich denke, dass das jetzt in Syrien ganz deutlich geworden ist. Das heißt, es gibt die multipolare Weltordnung, die kristallisiert sich jetzt heraus und Russland ist die Ordnungsmacht Nummer eins schon jetzt in der Region, in Syrien. Nachdem dieses israelische Kampfflugzeug abgeschossen wurde von den Syrern, was ja ihr gutes Recht war, wenn ich das mal so sagen darf, ja, die haben ja ihr Territorium verteidigt, da hat sich Israel auch an die USA gewandt, aber auch an Russland und hat gesagt, dass Russland doch bitte hier vermitteln sollte. Russland hat auch offensichtlich klare Worte gegenüber Israel gefunden, nämlich deutlich gemacht, dass Syrien ein Verbündeter ist, dass auch der Iran ein Verbündeter Russlands ist und dass Russland nicht bereit ist, auch Israel gegen diese Verbündeten in Syrien kämpfen zu lassen. Also ich glaube, da hat sich ganz deutlich gezeigt, welche Position Russland auch da hat. Und nicht zuletzt dadurch, dass die USA ja ihre Glaubwürdigkeit verloren hat, auch mit der Ankündigung, dass Jerusalem jetzt die Hauptstadt von Israel sein soll in Zukunft. Also das ist natürlich, war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass selbst die Palästinenser gesagt haben, Abbas gesagt hat, also er ist Russland, USA kann nicht mehr unser hier der Vermittler sein. Also deswegen denke ich, die Einkreisung Russlands ist das Ziel, das ist richtig, aber ich glaube, dass sich das so nicht umsetzen wird. Natürlich ist die USA weiterhin die stärkste Militärmacht und sie werden auch ihre Position verteidigen, weswegen ich glaube, dass wir mehr Kriege sehen werden. Insofern bin ich tatsächlich etwas pessimistisch. Im vergangenen Jahr, was Syrien betrifft, war ich recht optimistisch, weil die Syrer selber so deutlich gemacht haben, sie wollen, dass es endlich aufhört mit dem Krieg. Dieser IS war geschlagen, diese Kampfverbände haben sich aufgelöst, viele haben die Waffen abgegeben. Eigentlich war Ende letzten Jahres ein hervorragender Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, okay, jetzt machen wir hier ordentliche Gespräche und es gibt eine politische Veränderung und Wiederaufbau in Syrien. Und da eskaliert der Konflikt aber eben halt durch die USA oder auch durch Israel oder die Türkei und das geht aber vermutlich mehr gegen Russland als tatsächlich auch um Syrien. Aber der Krieg wird dort, ich glaube, es hängt wie gesagt auch davon ab, wie die arabischen Staaten sich in Zukunft da positionieren werden und ob der Einfluss, den Großbritannien zum Beispiel oder Frankreich in der Region haben, ob der tatsächlich so viel stärker ist als das Interesse der arabischen Länder untereinander, sich auch zu einigen und Kriege von ihrem eigenen Boden fernzuhalten. Saudi-Arabien spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Und aktuell reist der saudische Kronprinz, ja, jetzt ist er in Ägypten, danach geht er nach Großbritannien, also er hat eine mehrtägige Auslandsreise vor sich und da wird sicherlich auch einiges an Entscheidungen getroffen werden. Die Kurden vor Ort,
haben tatsächlich vielfach andere Meinungen als das, was wir hier über JPG und JPG hören oder von der PYD. Die PYD ist die stärkste und am besten organisierteste Kraft dort in den Gebieten. Und das ist so, weil sie sozusagen aus der Arbeiterpartei Kurdistans PKK hervorgegangen ist. Also sie ist durch diese Schule gegangen, es ist eine sehr erfahrene, langjährige Organisation, die große Sympathie unter den türkischen und syrischen Kurden genießt. Aber es gibt in Syrien und insbesondere in Aleppo auch sehr viele andere syrische Stimmen, syrisch-kurdische Stimmen. Einige von diesen Stimmen kooperieren mit der syrischen Opposition und greifen die PKK, die PYD auch massiv an. Aber es gibt auch welche, die versuchen sozusagen eine kurdische Stimme zu sein, jenseits von militärischen Auseinandersetzungen. Ich habe in Aleppo, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube das war sogar jetzt im Januar, genau, bevor ich nach Afrin gefahren bin, den Vertreter einer Gesellschaft, einer kurdisch-syrischen Gesellschaft getroffen, der hat gesagt, ja, wir haben Riesenprobleme hier mit der Regierung, was unsere Rechte betrifft, was unsere Möglichkeiten betrifft, die Entwicklungsmöglichkeiten in unseren Dörfern, in unserer Region. Aber alles das ist kein Grund, zu den Waffen zu greifen. Wir wollen eine friedliche Entwicklung zusammen mit Syrien. Und dafür tritt er ein. Und dieser Vertreter dieser kurdischen Gesellschaft, er war zum Beispiel auch auf dieser Konferenz in Sotschi, die ja bei uns in den Medien auch eher niedergemacht wurde, also wo 1500 Vertreter Syriens zusammenkamen und ihr erstmal nur gezeigt haben, würde ich sagen, es war erstmal eine Demonstration ihres Willens, auch gemeinsam über die Zukunft des Landes zu reden und zu verhandeln. Also diese Stimmen, die gegen auch dieses Projekt der Demokratischen Föderation sich aussprechen, die gibt es in Syrien. Und wir haben ja seit Jahrhunderten leben Kurden in Damaskus. Ja. Sie haben eine ganz andere Geschichte zum Beispiel als die PYD oder auch die PKK. Die PKK war lange Zeit in Syrien im politischen Exil, wurde unterstützt von Hafez al-Assad. Konnte sich dort entwickeln und auch militärisch ausbilden. Damals hatte Syrien noch die Kontrolle über das Bekaa-Tal und wo die ihr Ausbildungszentrum hatten, wo ich auch mal gewesen bin, Anfang der 90er Jahre. Also da gibt es schon eine enge Verbindung, aber es gibt eben halt auch eine richtige kurdische, städtische Klasse, ja? Also eine Schicht, die seit Jahrhunderten also auch zur Mittel- oder Oberschicht in Syrien gehört und auch Kurden sind, aber das nie in den Vordergrund gestellt haben, sondern sie verstehen sich eben halt in erster Linie als Syrer kurdischer Herkunft. Kadri Jamil. Bitte? Kadri Jamil. Und es gibt Kadri Jamil, genau, also einer der Führer der der Opposition auch, der zurzeit in Moskau sitzt. Er war Kommunist, also er war in der Kommunistischen Partei, hat dann eine neue Organisation gegründet, ein Bündnis, und war im Parlament, war ins Parlament gewählt worden, hatte sogar Regierungsfunktion. Er ist kurdischer Herkunft, ist aber also stammt aus einer reichen Geschäftsfamilie, die immer enge Kontakte hatten auch zu Russland, und er ist eben halt auch eine bekannte Persönlichkeit in Syrien. Die Kurden in Deutschland als Türöffner für Rüstungsexporte zu bezeichnen, finde ich schon ein bisschen hart. Also das würde ich so nicht sagen. Haben ja bei ihrem Aufruf zu der Demonstration gestern auch explizit gesagt, also Rüstungsexporte an die Türkei müssen gestoppt werden. Aber sie sagen natürlich nichts zu der Rüstung, die ihnen die Amerikaner geben. Also das ist eben halt auch so diese Doppelgesichtigkeit, also dass sie die einen anprangern und über das andere nicht reden wollen, ne?
Und das ist schon ein Problem, aber sie haben natürlich, was die politische Entwicklung in Syrien betrifft, also finde ich, gehen sie mit der Abhängigkeit von den Amerikanern und auch als Partner am Boden, wie die Amerikaner sagen, sie sind die Partner der Anti-IS-Koalition in Syrien am Boden, weil nämlich die Anti-IS-Koalition-Länder keine eigenen Soldaten dahin schicken will. Die Amerikaner haben, glaube ich, 2000 oder vielleicht auch also 2000 Spezialkräfte in Syrien, aber die Hauptbodentruppen sind tatsächlich, wie Cemal Bayık ja auch gesagt hat, die kurdischen Kämpfer. Und ich finde, dass also die kurdischen Organisationen und ihre Unterstützer hier in Deutschland damit auch nicht offen genug umgehen. Also da denke ich, kann man schon viele Fragen stellen. Eine gute Position, die in diesem Aufruf veröffentlicht worden ist und die, denke ich, ist auch eine politische Position, die unterstützt werden sollte, ist, dass die Türkei wieder Gespräche mit der PKK in der Türkei aufnehmen soll. Also das war ja eine Phase, als es diese Gespräche gab vor wenigen Jahren, des Aufbruchs, wo die politischen Kräfte der HDP sehr stark in der Türkei geworden sind. Und das war eine ganz positive Entwicklung, nicht nur für die Kurden, sondern für die Türkei insgesamt. Und insofern denke ich, ist das also auf jeden Fall eine richtige Forderung, die man stellen sollte. Aber de facto unterstützen sie im Moment mehr in Syrien die Spaltung des Landes und die Stärkung der USA oder ermöglichen das Verbleiben der USA. Sie haben mich jetzt gefragt, was ich denn sagen würde, wenn ich gefragt würde oder was zu sagen hätte. Also ich bin ja sehr, ich bin ja ziemlich bei meiner Berichterstattung aus diesen Kriegs- und Krisenregionen orientiere ich mich auch wesentlich am Völkerrecht. Genau. Und ich denke, das hat nach wie vor eine Bedeutung. Und insofern, wir haben eine legitime Regierung in Syrien. Es ist ein UN-Mitgliedsland, übrigens auch ein Gründungsstaat der Vereinten Nationen. Und die haben einen Präsidenten, der ist gewählt bis 2021. Das sind noch 3 Jahre, da hat die Opposition gute Möglichkeiten, Projekte zu entwickeln, um Alternativen vorzustellen. Also es gibt in diesem Rahmen von den 3 Jahren sicherlich Möglichkeiten, wenn man die Syrer unter sich ließe und sie dabei unterstützen würde, eben halt, wie es meines Erachtens mit Sochi versucht wird, also Astana, die Gespräche richten sich ja im Wesentlichen an die bewaffneten Gruppen und da sind die zusammengebracht worden, die auch da Einfluss drauf haben, also wobei Saudi-Arabien nicht da vertreten ist, soweit ich weiß, aber Jordanien ist, glaube ich, sitzt da mit am Tisch. Also man muss natürlich, wenn man die bewaffneten Gruppen zu etwas bringen will, muss man auch ihre Unterstützer, ihre Sponsoren, ihre Lieferanten für Waffen ansprechen, damit die eben halt dem auch zustimmen. Und die Gespräche in Sochi sind Gespräche, die eben halt die ganze syrische Gesellschaft mit einbeziehen will. Das ist also eine Forderung, die ja auch alt ist, dass die Syrer, die UNO hat das auch gesagt, die politische Veränderung in Syrien muss eine Sache des syrischen Volkes sein und die Syrer müssen diesen Prozess selber führen. Und daran orientiert sich Russland eben halt auch mit dieser Einladung nach Sotschi. Dass so viele gekommen sind, ist meines Erachtens nach ein gutes Zeichen. Es hat auch da Bewegung unter verschiedenen Oppositionsgruppen gegeben, die sich da angenähert haben oder die aufeinander zugegangen sind. Aber es war auch eindeutig so, dass die USA und Europa versucht haben, diese Gespräche zu torpedieren, zu blockieren, herunterzureden. Sie haben auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die UNO, dass die UNO diese Gespräche nicht unterstützen soll. Aber
haben dann letztendlich doch gesagt, okay, de Mistura soll hingehen. Damit wurden die Gespräche natürlich auch aufgewertet und im Rahmen der UNO gesehen. Ich finde, diese Astana-Gespräche, die Sochi-Gespräche sind ein guter Ansatz. Die Genfer Gespräche unter Kontrolle der UNO sind eher ein Projekt, wo der Westen versucht, Einfluss zu nehmen. Und der Einfluss wird genommen zum Beispiel durch die Beisitzer von de Mistura. Der eine ist Herr Perthes, der andere ist Herr Egeland. Herr Egeland ist der Koordinator für die humanitären Fragen. Wir haben ihn jetzt sehr häufig vor der Presse sprechen hören in Genf. Und er ist ein, wenn ich mich recht entsinne, ein Norweger. Über diese beigeordneten Positionen wird natürlich politischer Einfluss auch genommen. Also die Leute, die direkt mit de Mistura zusammenarbeiten, die wissen alles, was da gesprochen wird. Und das ist natürlich, bleibt ja nicht in dem Raum, sondern das wird dann besprochen bei anderen Regierungen, in dem Fall auch der Bundesregierung. Die haben ja hier auch eine, im Auswärtigen Amt, wenn ich mich nicht täusche, eine extra Gruppe dafür, die sich mit Syrien beschäftigt. Wie auch bei dieser Wissenschaft und Politik. Diese Stiftung Wissenschaft und Politik ist ja ein von der Regierung finanzierter Think Tank und die arbeiten eng auch mit US-amerikanischen Think Tanks zusammen, wie zum Beispiel dem Brookings-Institut oder dem Rand Corporation. Also viele Sachen, die dort diskutiert worden sind, zum Beispiel auch über die Aufteilung Syriens, werden dann auch wiederum von der Stiftung für Wissenschaft und Politik übernommen. Sie haben vielleicht noch in Erinnerung diese fantastische Studie The Day After, 2012, also wo man schon entwickelt hat, wie Syrien regiert wird am Tag, nachdem Assad stürzt, ist ja nicht eingetreten bisher. Die Forderungen, die man stellen sollte, auch als Forderungen der Friedensbewegung, sollten sich meines Erachtens nach am Völkerrecht orientieren. Das heißt, die Bundesregierung, sie müssen sich an die Bundesregierung wenden, nicht an die syrische Regierung, nicht an die russische Regierung, nicht an sonst irgendwen, sondern es gibt eine deutsche Friedensbewegung, die hat eine Berechtigung aufgrund der Geschichte und so auch aufgrund der internationalen Rolle, die Deutschland spielt. Und die Forderungen an die Bundesregierung sind meines Erachtens Aufnahme von Gesprächen mit der syrischen Regierung, Wiedereröffnung der Botschaft in Damaskus, also Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen, sich innerhalb der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass auch andere europäische Länder wieder ihre politischen Vertretungen in Damaskus eröffnen und ein Ende der UN-Sanktionen. Das betrifft die Frage, die hier auch gestellt worden ist, Entschuldigung, der EU-Sanktionen, nicht der UNO-Sanktionen. Die Europäische Union hat seit 2011 wirtschaftliche Sanktionen, Strafmaßnahmen gegen Syrien verhängt, die sehr negative Folgen in dem Land haben. Diese Sanktionen, denke ich, müssen gestoppt werden, um eben halt dem Land auch die Möglichkeit zu geben, mit dem, was es hat und mit ihren Möglichkeiten finanzieller Art, den Wiederaufbau und die Nachkriegsfolgen eben halt auch zu bewältigen. Das wären für mich erstmal die wichtigsten Forderungen tatsächlich. Aber Sie haben nicht beantwortet, wie Sie gegen diese islamistischen Terroristen vorgehen wollen. Die sind nicht zu überzeugen, die werden bezahlt, die sind von außen instrumentalisiert, sind ja noch nicht mal Syrer. Das heißt, die leben davon, dass sie kämpfen. Das ist natürlich eine Entscheidung des Staates und ich finde, das muss man auch akzeptieren, also dass Syrien zwar ständig versucht hat, mit diesen Leuten zu reden, aber dass sie natürlich auch bekämpfen, wenn sie da nicht einlenken. Und insofern ist es natürlich klar, dass man, also wenn die Bundesregierung sich ständig an die syrische Regierung oder an das Assad-Regime wendet und sagt, ihr müsst jetzt aber aufhören. Sie sprechen ja auch immer davon, dass sie Zivilbevölkerung bekämpfen und sie sprechen ja gar nicht von diesen islamistischen Gruppierungen. Also da muss man natürlich eine offene und ehrliche Herangehensweise fordern. Was die Bewaffnung betrifft, das ist, denke ich, auch eine wichtige Position, die man einnehmen kann.
dass man sagt, die Bundesregierung hat ja Partner unter den Sponsoren dieser islamistischen Gruppen. Das heißt, sie arbeiten zusammen mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Jordanien haben sie sozusagen zugesehen, wie die Waffen über die Grenze gebracht werden oder neue Kämpfer in den Flüchtlingslagern angeworben wurden. Also einwirken auf diese Länder, das im Rahmen der Möglichkeiten der Bundesregierung und natürlich auch im Verhältnis zur Türkei. Ja, also die Türkei bekämpft nicht nur die Kurden, sondern sie unterstützt auch noch diese dschihadistischen Gruppen in Syrien, die ja auch die Kurden bekämpfen, aber auch noch ganz andere Leute. Also ich denke in dieser Richtung, dass die Bundesregierung eine andere Außenpolitik in Bezug auf Syrien macht. Das finde ich absolut erforderlich. Gleichzeitig muss man sich auch keine Illusion machen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik wird natürlich in erster Linie gestaltet oder bestimmt von den USA. Ja. Und das glaube ich, selbst wenn die AfD das hier vielleicht auch sagen mag, ja, ist es nicht falsch, darüber zu sprechen. Und eben halt auch die Forderung zu stellen, dass eine Außenpolitik auch in Deutschland gemacht werden soll, die dem Frieden dient. Und dem Frieden dient man in der Region, indem man mit den Kräften, die dort nach Frieden suchen, auch kooperiert. Das heißt, auch mit Russland kooperieren, selbstverständlich. Ja? Also ich glaube, da kann man ganz konkrete Forderungen an die Bundesregierung formulieren. Ich denke, Sachen wie Rücktritt von Assad oder ich weiß nicht, was es da sonst noch alles gibt, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe der deutschen Friedensbewegung, für andere Länder, für andere Völker eben halt so etwas zu fordern. Ich habe in Syrien ja viele unterschiedliche Gesprächspartner, Leute, die die Regierung auf Händen tragen und Leute, die sie hassen ohne Ende. Ja? Und selbst die letztere Kategorie, die also für Assad wirklich nicht viel übrig hat oder hatte in den letzten Jahren, hat jetzt gesagt, es ist okay, er kann noch 3 Jahre bleiben. Es ist ja besser geworden jetzt, die Kämpfer sind zurückgegangen. Und dann werden wir normale Wahlen haben und dann werden wir hier eine politische Veränderung kriegen oder auch nicht. Ja. Oder andere sagen, wir haben viele Probleme in Syrien, aber Assad gehört nicht dazu. Wir müssen uns auch klar machen, dass bei uns hier Feindbilder vermittelt werden, denen wir auch ausgesetzt sind. Also dieses Feindbild, was über Bashar al-Assad verbreitet wird, gehört mit dazu. Ne? Man muss, so wie früher Saddam Hussein war der Hitler von Bagdad und Gaddafi war der Hitler von Tripoli und es funktioniert auch immer. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch selber in unserer eigenen Wahrnehmung hinterfragen. Giftgas, gibt es das in Syrien? Das hat es gegeben, ja. Es war eine Abwehrwaffe, also ist ja, man sagt ja, das ist die Atombombe der armen Länder, also um zu verhindern, dass Syrien von Israel angegriffen wird, gab es eben diese Chemiewaffenbestände. Sie sind in einer internationalen Vereinbarung per Beschluss des UN-Sicherheitsrates 2013, wurde zugestimmt von Syrien, dass sie vernichtet werden und sie sind unter internationaler Kontrolle abtransportiert worden aus Syrien und unter anderem auch in Deutschland vernichtet worden. Allerdings gibt es ja Gebiete, die unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen waren zu dem Teil. Also man muss sagen, es gibt Gebiete in Syrien, die unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen waren und eben halt auch mögliche militärische Lager, wo das gelagert war. Das ist aber meines Wissens nach unter russischer Führung sind die Sachen dort abtransportiert worden. Und es gibt darüber auch eine Bescheinigung der UNO-Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen.
dass dieser Prozess des Abtransport der chemischen Waffen durchgeführt worden ist und abgeschlossen worden ist. Ich glaube, Anfang 2016 war das dann. Und das muss man sich mal überlegen, innerhalb eines Krieges ist es tatsächlich gelungen, in einer gemeinsamen Anstrengung auch der international, also verschiedener Länder, diesen Abtransport der Chemiewaffen zu begleiten. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der in so einer Organisation arbeitet, die eben halt auch für solche Einsätze zuständig ist. Die werden dann von der UNO eingeladen, an dem Abtransport von solchen gefährlichen Waffen sich zu beteiligen, weil sie Leute schulen, wie man das macht, weil sie sie mit Sicherheitsanzügen ausrüsten können und so weiter. Und er hat zu mir gesagt, das ging so gut, weil alle das wollten. Wenn alle das wollen und auch das entsprechende Geld dafür zur Verfügung stellen, dann ist es möglich, eben so etwas auch durchzuführen in einer schwierigen Situation. Aber wenn jemand das nicht will oder blockiert, dann dauert es eben halt auch. Die syrische Seite hat immer gesagt, zum Beispiel was die Chlorgasproduktion betrifft im Land, also Chlorgas wird ja gebraucht in Krankenhäusern oder zur Reinigung von Wasser. Und ich kann mich erinnern, ich glaube es war 2012, da haben die bewaffneten Gruppen in Aleppo die Fabrik für Chlorgasproduktion eingenommen und besetzt. Und da hat die syrische Regierung sich umgehend an die UNO gewandt und hat gesagt, es gibt diese Fabrik, die ist nicht mehr unserer Kontrolle und das ist gefährlich und deswegen informieren wir jetzt den Sicherheitsrat darüber, dass die UNO eben halt nach ihren Möglichkeiten da aktiv wird. Das heißt, die syrische Regierung hat mit diesem Thema nicht gespielt. Ja? Sie haben immer gesagt, sie hätten kein Giftgas eingesetzt und die letzten Äußerungen über Giftgas kamen ja im Wesentlichen von namentlich nicht genannten westlichen Geheimdiensten oder aus dem israelischen Militär. Und es gibt auch Informationen, dass Giftgaskomponenten aus der Türkei nach Syrien transportiert wurden. Das ist auch nicht ausgedacht, sondern Männer, die das gemacht haben, wurden in der Türkei zum Beispiel auch verhaftet. Man hat sie hinterher aber wieder laufen lassen. Und insofern halte ich es auch für sehr glaubwürdig, dass unter den bewaffneten Gruppen welche sind, die das einsetzen, weil es ja diese berühmte rote Linie gab. Und man wollte sozusagen diesen militärischen Einsatz damit provozieren. Sie haben eben noch was gesagt zur Glaubwürdigkeit der USA. Sehen Sie, im Ersten Weltkrieg hatte die USA einen Präsidenten, der hieß Woodrow Wilson. Dieser Mann, da hatte die USA keine wirkliche internationale Erfahrung. Er war der Einzige, der während dieser Verhandlungen in Paris zur Aufteilung des zerfallenen Osmanischen Reiches eine Kommission benannt hat, die in die Region fahren sollte, um mit den Leuten zu reden, was sie eigentlich wollten. Die King Crane Commission, benannt nach den beiden amerikanischen Leitern der Kommission, war 3 oder knapp 4 Monate in der Region unterwegs und hat über 1500 Delegationen und Abordnungen der Zivilbevölkerung in Palästina und Syrien, im Libanon, in der Türkei empfangen und hat von ihnen praktisch ihre Wünsche eingesammelt, was sie sich vorstellen, was für eine politische Entität oder was für eine politische Zukunft sie sich wünschen. Damals lebten ja nicht sehr viele Menschen in der Region, es gab auch nicht den Staat Israel, es gab viele Probleme nicht, die es heute gibt. Und Christen, also alle möglichen Vertreterinnen und Vertreter kamen zu der Kommission und haben ihre Wünsche geäußert. Und es gab ganz klare Aussagen. Erstens, sie wollten nicht, dass das Gebiet geteilt wird und dort sozusagen
eine jüdische Zone eingerichtet werden sollte. Zweitens wollten sie auf keinen Fall, es war ja in den Plänen auch, dass Jerusalem und das Gebiet darum eben halt unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte. Das war in dem Sykes-Picot-Abkommen. Sie wollten nicht, dass Frankreich Mandatsmacht wird. Den dritten Punkt, den habe ich jetzt gerade vergessen, aber Sie haben auf jeden Fall sehr klare Positionen. Also es gibt eine Kriegsökonomie, natürlich auch die Kriegsherren selber, also das sind dann vielleicht Milizen oder auch Militärs, die an Checkpoints versuchen Geld zu machen, also man sieht das auch in Syrien, das ist ganz klar der Fall, jeder Syrer weiß, wenn sie irgendwo an einen Checkpoint kommen, egal von welcher Seite, müssen sie eben halt, zeigen sie ihren Ausweis und unter dem Ausweis liegt dann so eine 500 syrische Pfundnote, also das ist, die haben so eine bestimmte Art, das da zu machen und um sich eben auch nicht so ständig aufzuregen. Das ist einfach etwas, was einen Krieg auch am Leben hält. Und meines Erachtens die Weigerung nach einer, also wirklich eine politische Lösung, auch mit Syrien und Russland und andererseits die Aufrechterhaltung der Sanktionen trägt dazu bei, dass diese Kriegsökonomie am Leben erhalten wird. Die syrische Regierung, da gibt es sicherlich auch Kriegsgewinnler drunter oder unter syrischen Geschäftsleuten, ich denke, das ist immer so, kann man kein Land ausnehmen, aber von der Regierungsführung her bin ich der festen Überzeugung, also was den Präsidenten betrifft, dass die Interesse haben an Frieden für das Volk und für das Land, aber nicht um jeden Preis. Also es ist ein souveränes Land, sie haben eine Legitimität und es ist eine Situation, die von anderen, also sie sind bereit, mit der Opposition zu sprechen, sie sind bereit, mit den bewaffneten Gruppen zu sprechen. Es gibt eine Amnestie für Kämpfer, die ihre Waffen niederlegen. Also es gibt viel Entgegenkommen, vielleicht immer noch nicht genug, aber es ist machbar. Aber der Einfluss von regionalen oder vor allen Dingen internationalen Mächten seitens der USA oder auch Europas, ich glaube, das ist etwas, wo die syrische Regierung ganz klar sagt, wir lassen uns jetzt hier nicht alles diktieren. Und sie sind im Moment mit der Unterstützung Russlands, des Irans und der Hisbollah auch in der Lage, das durchzuhalten. Gut, vielleicht zu dieser Idee. Es ist ja glücklicherweise übersetzt worden ins Deutsche, also dieser Artikel. Das Protokoll an sich ist ja ein diplomatisches Dokument, das man nicht veröffentlichen darf, aber der Artikel ist ja sehr konkret. Und ich finde durchaus, also dass man da an Medien herantreten kann, man sollte auch an Außenpolitiker im Parlament herantreten, weil es wird sehr offensichtlich, dass das Völkerrecht, also steht ja auch in dem Vortext, haben die weit hinter sich gelassen, damit haben die überhaupt nichts mehr am Hut, ne? Die Teilnehmer dieses Treffens, das ist, gibt eben halt auch die, wir sehen ja auch schon in dieser Anti-IS-Koalition, ist ja im Grunde auch ein Instrument, das nicht völkerrechtlich über den UN-Sicherheitsrat gedeckt ist. Aber wir gewöhnen uns daran, sogar Deutschland beteiligt sich daran, ja. Weil es eben halt Beistand für Frankreich, also ich meine, es gibt immer solche Hilfsargumente, mit denen man das dann irgendwie begründet und auch legitimiert, aber es ist de facto keine völkerrechtliche Absicherung. Und ich glaube, also man kann sehr gut mit diesem Text arbeiten. Das, denke ich, sollte eigentlich innerhalb des Bundestages auch von Außenpolitikern thematisiert werden. Vor allen Dingen, wenn Deutschland da in Zukunft an dieser Gruppe auch beteiligt werden soll. Das heißt, sie spielen darin eine Rolle. Die Kräfteverhältnisse in Syrien,
Es ist so, dass in den Gebieten östlich des Euphrat unter kurdischer Kontrolle gibt es im Wesentlichen kurdische Verwaltungsstrukturen. Also sie haben eigentlich die syrischen Verwaltungsstrukturen übernommen. Also die Syrer haben sie nach Hause geschickt, wenn die sich nicht beteiligen wollten, und haben dann haben diese Strukturen neu mit nach ihren Vorstellungen gefüllt. Es ist aber so, dass in diesen Gebieten immer noch sehr viele Lehrer oder Regierungsangestellte leben und arbeiten und bezahlt werden von Damaskus. Also das ist die ganzen Jahre über gemacht worden, dass Regierungsangestellte, auch Wasserbauingenieure oder Leute, die zum Beispiel, gibt es ja große Getreidesilos oder Getreidemühlen, in östlich des Euphrats liegen, ist sozusagen die Kornkammer von Syrien. Und da gibt es einfach Facharbeiter, die weiter dort arbeiten und die eben auch weiter von der Regierung bezahlt werden. Auch in Afrin. Ich war ja kurz bevor die Türkei da ihren Angriff gestartet hat, war ich in Afrin jetzt im Januar. Und die Stromversorgung, die Versorgung mit Mobilfunknetz und so weiter ist über Aleppo gelaufen, über die Regierungsstellen in Aleppo. Die Versorgung mit Kochgas und Öl ist über Aleppo gelaufen. Also insofern haben sich die Kurden das auch gerne, also sie haben das nicht offiziell gesagt, aber man sieht es ja auch. Also wenn man dann mit Leuten spricht, wenn man in Aleppo mit Leuten spricht und so weiter, da gibt es eben halt selbst heute in Idlib, was unter Kontrolle weitgehend der Nusra-Front ist, gibt es bis heute Lehrer und Ärzte, Regierungsangestellte, die ihr Gehalt aus Damaskus bekommen. Die fahren dann mal nach Damaskus, um sich das Geld da abzuholen, weil die Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Aber insofern hat die Regierung mit geliehenem Geld, also kein syrisches Geld, sondern sie haben Kredite aufgenommen, um eben halt auch die staatliche Verwaltung weiter aufrechtzuerhalten, haben die Gehälter teilweise auch erhöht, weil die Preise sich auch enorm erhöht haben in Syrien. Also das läuft. Jetzt in den letzten Monaten, wo eben die Kampfhandlungen sehr zurückgegangen sind, hat man ganz deutlich gesehen, wie es staatliche Wiederaufbaumaßnahmen gegeben hat. Stromleitungen sind zum Beispiel Stromleitungen von nach Aleppo hin. Also da gibt es so einen Korridor, durch den man fährt, wenn man von Homs kommt, weil die Hauptautobahn ist gesperrt, ist unter Kontrolle der Nusra-Front und anderer Kämpfer. Und deswegen gibt es einen Ausweichweg, um nach Aleppo zu fahren. Und durch diesen Korridor wurde jetzt, also auf der einen Seite war der IS, auf der anderen Seite war die Nusra-Front. Deswegen spricht man von einem Korridor. Aber da haben sie jetzt also eine ganz neue Stromleitungstrasse gebaut, entlang der Straße. Die Straße wurde neu mit Straßenbelag versehen. Die Straßen in Aleppo, in Homs, nicht überall, aber an manchen Stellen wurden erneuert. Die Wasserversorgung wurde wiederhergestellt. Das war das Wichtigste, Strom, Wasserversorgung für die Bevölkerung. Straßen, Brücken, soweit sie dringend erforderlich sind, also das, was machbar ist. Und man kann förmlich zusehen. Aleppo war eine Stadt, die war ja dunkel. Die hatten überhaupt nichts mehr an Strom die letzten Jahre. Und jetzt haben sie zum Beispiel sehr viel Solaranlagen gebaut. Ja, also sie haben, ich habe da auch mal so einen Bericht drüber gemacht, sie sind dann dabei auch immer noch etwas künstlerisch tätig. Sie bauen nicht einfach nur so eine Platte auf, sondern sie machen aus den Platten eine Blüte und stellen das dann auf dem, also die öffentlichen Plätze und die Kreuzungen und entlang der Straßen sieht man also immer mehr von diesen Solaranlagen, die zumindest in der Nacht dann dafür sorgen, dass diese Orte erleuchtet sind. Aber natürlich, die private Stromversorgung ist immer noch rationiert. Die Krankenhäuser, die noch intakt sind, arbeiten so gut es geht, aber es fehlt zum Beispiel an Medikamenten. Nehmen wir mal die Kinderklinik für
die Abteilung für krebskranke Kinder an der Kinderklinik in Damaskus. Da kommen vielleicht wöchentlich 200 kleine Patienten, aber es fehlt an den notwendigen Medikamenten für die Therapie. Auch für Nierenkranke, Dialyse kann man kaum machen. Das ist zurückzuführen auch auf die Sanktionen. Also ich habe mit vielen ich habe mit vielen Ärzten und auch mit Leuten gesprochen, die in dieser Medizinbranche tätig sind, und es gibt keine Ersatzteile. Die müssen, werden jetzt gekauft in China. Früher wurden die in Frankreich oder in Deutschland gekauft. Die liefern nicht mehr. Oder man kauft sie in Beirut und bezahlt zweimal Zoll dafür, weil man nun unbedingt vielleicht ein deutsches Produkt doch haben möchte. Und dann wird es erst nach Beirut geliefert und dann von Beirut nach Syrien. Also es gibt Gouvernements, also die Gouverneure sind ja in den einzelnen Regionen zuständig, wie hier bei uns die Landesministerpräsidenten vielleicht vergleichbar. Aber es gibt ein Parlament, das regelmäßig tagt, und die Regierung war zum Beispiel in Aleppo um den Wiederaufbau, also wird Gelder zur Verfügung gestellt, wird gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Schulen und Krankenhäuser und auf die Wiederherstellung der Industriezentren, gerade in Aleppo. Aber da wird Politik gemacht. Ja? Und natürlich hat Syrien es hoch verschuldet durch diesen Krieg. Ohne die Unterstützung von Iran oder Russland, Indien oder China wäre das nicht möglich. Aus diesen Ländern sind Firmen in Syrien aktiv, die eben halt auch Wohnungen wieder aufbauen. Also es gibt neue Häuserblocks, es gibt Pläne für neue Blocks, für ein neues Stadtviertel in Homs. Der alte Markt von Homs ist wieder restauriert worden nach alten Vorlagen. Also es gibt eine Fülle von Dingen, die da gemacht werden. Und ich habe auch viele Fotos gemacht und mit Leuten gesprochen und darüber berichtet. Aber natürlich, ich bin ja ein Tropfen gegen so einen Tsunami. Man hört es wenig. Und die Kollegen von der ARD oder vom ZDF, wenn sie mal da sind, berichten da leider auch nicht genug drüber, obwohl man ihnen das alles zeigt. Aber Sie haben jetzt nicht über die militärischen Kräfteverhältnisse gesagt. Wie viele Städte müssen denn jetzt noch sozusagen von den Islamisten befreit werden, damit der Krieg vorbei ist? Also es ist in den östlichen Vororten von Damaskus haben wir dieses Bündnis, Entschuldigung, darf ich da noch eben? Ja, müssen wir, aber ihr müsst wirklich verstehen, wir müssen da, sonst bis 10 Uhr hier sitzen. Also. Ja, aber also wir haben da Kämpfer, ich mache es kurz. Sie können auch gerne auf meine Webseite gucken, da habe ich es auch drüber geschrieben. Also wir haben islamistische Gruppen, die Armee des Islam, wir haben die Nusra-Front, wir haben Achar al-Sham, wir haben Nur al-Din Zenki und noch eine fünfte Gruppe, die da so ein Bündnis eingegangen sind, die werden unterstützt von Saudi-Arabien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber je mehr sich da politisch auch regional verändert, desto mehr nimmt die Unterstützung ab. Und auf der anderen Seite hat die syrische Armee heute gerade bekannt gegeben, sie haben von dieser östlichen Rota 25% zurückerobert. Das ist ein Gebiet von etwa 100 Quadratkilometern, also ich denke, dass das militärisch in wenigen Wochen eingenommen sein wird. Es gibt Kämpfe entlang des Euphrat und östlich des Euphrats, weil die USA versucht zu verhindern, dass die syrischen Regierungstruppen und ihre Verbündeten dort die Kontrolle über die Öl- und Gasfelder wieder erreicht. Es wird verhindert, dass die syrische Seite die Kontrolle über den Grenzübergang nach Irak zurückerhält. Da haben die Amerikaner auch eine Militärbasis. Und Idlib natürlich. Idlib ist umkämpft, weil dort die meisten dschihadistischen Kämpfer noch sind. Ich denke, das wird dann aber, wenn das, es gibt die Möglichkeit, das in diesem Jahr zu klären. Es hängt aber auch davon ab, wie die Türkei sich da einfügt. Punkt. Also.